Freunde, es geht weiter mit Paper Mario und der Origami-König und seine Schwester Olivia hat jetzt eine richtig tolle Verwandlungsfähigkeit auf Lager. Supi. Gut, ich muss wieder zurück zum Tome. Ups, ich glaube, da gibt es gar keinen kurzen Weg. Aber was verkaufst du denn noch, hm? Willkommen zurück zum Tempel des Erdpergamenton. Wir sind wieder im Geschäft und freuen uns wie verrückt auf deine großzügigen Spenden. Ja, wird doch schon die Spende. Wollt ihr denn? So, ich komme ja leider hier nicht irgendwie... Oder jetzt doch? Nee. Das wäre natürlich die ultimative Abkürzung, aber na gut, dann laufen wir einfach so. Oh, du Mario, wollen wir mal sehen, ob du stärker geworden bist, als deine KP angestiegen sind? Du kannst jetzt bestimmt einen dieser Gumbas mit einem einzigen Hammerschlag oder Sprung besiegen, ganz ohne Kampf. Oh, das ist natürlich auch richtig geil. Außer man verkackt's. Ja, das ist natürlich sehr schön, dass das jetzt geht. Ah, das sind Shy Guys. Sie machen mir Angst, die Shy Guys. Hey, gebt den Faltkreis zurück. Ihr wisst ja gar nicht mal, wie man ihn benutzt. Was, Faltkreis? Mario, wenn sie ihn nicht wieder rausrücken, musst du ihn zurückholen. Was denn für Faltkreis? Was zur Hölle? Okay, erstmal ganz kurz hier. So, flup, 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 flup. So, toll. So, dann sollte er so normal erreichen, wenn ich wirklich stärker geworden bin. Boom, 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 boom. Den Faltkreis. Ach, guck mal, ich kann das auch im Kampf einsetzen? Also ist jetzt, also das Olivia, boah, ist ja übel. Na, das wird ja dann bestimmt richtig krass. Yeah, boom, 18 Schaden, ich bin wirklich stärker geworden. Letzte Scherbenwelle, da richtig aggressiv hier. Oh, oh. So, jetzt kann ich, alter Perga macht, was, wirklich? Okay. Faltkreis ist aktiv. Ja, erstmal allen 50 Schaden drin geballert. Boah, richtig übel. Das ist ja krass. Cool. Cool. Und tot. So, okay, ich kann jetzt also wirklich einfach alle möglichen Gegner einfach mit einem Sprung besiegen. Oder mit einem Hammerschlag. Das ist natürlich echt schön. Bloß ich habe doch noch nicht das Timing so raus. Lass ich es vielleicht erstmal. So, ich will mich auch nicht weiter umgucken. Ne, wir sollten halt leider. Wir können ja leider noch nicht alles machen. Vor allem halt wegen der Luftschlange. Also, ne, erstmal weitergehen. Erstmal weiter. Aber ich leg mich mal auf die Bank kurz, ja. Und chill mal jetzt kurz. Als ich wieder voll bin. Wird dann aber an sich an allen Gegnern erstmal vorbeirennen. So viel zum Thema an allen vorbeirennen. So, wartet. So, schön entspannen. Zut, Alter. Schön full healen. Komm, Olivia, wir gehen. Hupsala, daneben. Die Gegner spawnen also tatsächlich doch alle irgendwann wieder und verstecken sich wieder hinter den Büschen. Oh Mann. So, was mit dir eigentlich? Hast du irgendwas Neues? Ich muss schnell meine Vorräte aufstocken, sonst zieht jemand anderes diesen Einfallspinsel, die Münzen aus der Tasche. Ja, sag das doch noch lauter. Oh, toll, was ist das denn jetzt hier? Ja, hau ab. Ach, guck mal, ist er echt der den verfolgt hat. Bitte, hilf mir doch, wer dieser Faltkummer lässt mich einfach nicht in Ruhe. Hilfe. Krass, das war der, den wir entkommen lassen haben. Let's go. Oh je. Alter, guck mal, jetzt ist der Faltkreis aber nicht da. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man den irgendwie zurückholt, wenn die den geklaut haben, denn? Oder ist das einfach nicht in jedem Kampf machbar? Ich weiß es nicht. Excellent. Richtig krass. Je. Und schon wieder einfach 15.000 Münzen überschritten. Richtig hart. So. Jetzt habe ich ihn anscheinend. War er wirklich gefaltet? Oder war das alles nur in meinem Kopf? So. Sehr gut. Hätte ich mal echt doll hinterher rennen müssen. Egal. So, hier haben wir schon überall alle Geheimgänge gesehen. Haben alle weggebannt, weggepannt, gepuncht. So, nochmal saven. Einfach so. Vielleicht kommt ja auf dem Rückweg da nochmal eine andere Überraschung, ne? Man weiß ja nie. Aber nee, sieht alles ganz gut aus. So, weg vor den Spikies von Stachlis und auch weg vor dem Fliegumba, weil der ist wirklich noch stärker. Den kann ich bestimmt nicht weghämmern. Papa. So, jetzt fallen die da auch von oben runter. Aber ich muss ja bloß vorbei, weil die Wand ist schon repariert. Oh, nee, doch nicht. Glück gehabt. So, jetzt gleich Olivia nochmal in Aktion. Wie sie Dinge wieder absenkt. Wird aber auch Zeit. So, na dann, Olivia.
Deine Zeit ist gekommen. Aber sorry, warum überspringen? Ist doch voll cool. Boah, wie das immer aussieht. Einfach so, jetzt bin ich riesig. Alles klar, dann lass ich die Party mal steigen. Geschafft. Die erste Luftschlange kommt immer näher. Tja, gar nicht so übel, wenn ich das selbst mal so sagen darf. Das war spitze, erstklassige, erste Sahne. So, jetzt mal kurz hintergucken. Irgendwie ein Hintereingang oder was? Was ist das? Das ist aber kein Leuchtturm, ne? Was ist denn mit hier für ein Gebäude? Egal, wir werden es rausfinden. Gehen wir mal rein. Jetzt bestimmt auch nochmal ein kleiner Dungeon in sich, ne? Ich glaube, ganz oben werden wir nicht einfach sein. Mal gucken. Speichervorgang. Abgesaved, dankeschön. Panoramaturm. Da wird er lustige Bilder an die Wand gemalt. Warum? Hey, sieh dir nur mal an, wie groß diese Pilze sind. Und die Banane. Davon würde das ganze Königreich satt werden. Aber ist ja bloß gemalt. Moment mal, etwas stimmt mit denen nicht, oder? Ach, das sind ja bloß Bilder. Flach wie ein Blatt Papier. Ich hoffe, du hast dich nicht schon auf einen Imbiss gefreut. Ja, da, boah. Puh, das ist eines der größten Löcher, die wir bisher gesehen haben. Wir werden eine Menge Schnipsel brauchen, um das zu reparieren. Da kriegen wir schon hin. Erstmal ist ja gerade alles voll. So, einfach mal rufstreuen. Einfach leer machen. So. Und einmal noch. Oder? Jawohl. Oh, der Bruder hat sich auch darauf gezeichnet. Hey, das hat dieses Riesenloch gestopft. Oh, shit. Oh nein, das ist das Gesicht meines Bruders. Er hat alles eingenommen. Er freut sich voll. Bei dem habe ich gleich gemerkt, dass es nur ein Bild ist, aber ein wirklich gut gemaltes. Das muss derselbe Künstler gewesen sein, der auch die Pilze und die Banane gemalt hat. Moment mal, das bedeutet ja, wer immer das gemalt hat, kennt meinen Bruder. Wie, das weiß ich auch nicht, aber es gibt keine andere Erklärung. Ja, vielleicht auch ein Fan. Vielleicht nicht persönlich, aber kann schon sein. So, da seht ihr gleich wieder einen Tod, der sich versteckt da. Und hier erstmal auch. Drei Stück, jawohl. Wir haben uns ziemlich gut kennengelernt, als wir alle zusammengerollt waren. Ja, wir waren schon alle übrig, ne? Erstmal hier sitzt. Sie sind nur auch zwei blaue, oder? Weißt du? Oder nicht? Das ist mal so doof. Doch, wusste ich es doch. Also ja, drei Stück. Ist halt bloß so blöd. Manchmal kann man nicht richtig treffen. Muss man ein paar Mal probieren. Sag's nicht meinem Chef, aber meist stehe ich nur den ganzen Sack hier und mach gar nichts. Dieser Angriff war so ziemlich, also ziemlich aufregend. Flups. Flup, flup, flup. Danke, Mario. Besuch mich auch mal im ersten Stock, falls du hungrig wirst. Ich arbeite da im Restaurant. Wir müssen, glaube ich, erstmal alle warten, wa? Die Treppe kommt ja nicht hoch. Ist ja auch ein Loch. So, danke Mario, jetzt kann ich endlich wieder Souvenirs und Items verkaufen. Geil. Wenn du Lust auf eins der beiden hast, komm jederzeit vorbei. Ja. Erstmal will ich den anderen Tod da oben noch hier retten. Zack. Flups. Hallo. Oh, klasse, du hast mich bemerkt. Der ist ja nicht schwer. Hey, das ist mal ein tolles Gemälde. Ich bin stolz drauf, in einer derart wertvollen künstlerischen Umgebung gehangen zu haben. Wie die gleich ein ganzes Leben hinterfragen. Da fragt man sich schon, hätte ein Tod das malen können? Und wenn ja, womit? Voll über die anderen Bilder rüber gemalt. So, was hast du denn jetzt so in deinem Souvenirshop? Erzähl mal. Willkommen, das ist im Souvenirs. Ich hab mich mir nur ausgedacht, weil es besser klingt als die Items, die es wirklich hier gibt. Hier, guck mal. Ein Pilz und Dreierpack-Pilz. Nee. Die Pilze gehen mir niemals aus, also komm ruhig jetzt wieder. Sollen wir nochmal hier den künstlerischen Bildern hier irgendwie hämmern? Nee. In der Kasse ist bestimmt Kleingeld oder Kleintod. Cool, ist ja wirklich so. Also wird dann auf die Blumentöpfe noch rauf, um mal zu gucken. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, im Fahrstuhl verstecken? Nein, das reicht mich noch auseinander. Es muss einen besseren Weg geben. Okay, war die Tür auf. Ja, so ist es viel besser. Willkommen auf dem Panoramaturm, Mario, der Turm mit den Souvenirs. Na gut, an den Slogan arbeiten wir noch. Und etwas putzen müssen wir auch noch.
Also nicht das erste Bild schlecht, also nicht, dass dieses Bild schlecht wäre. Es ist nur, jedes Mal, wenn ich es sehe, muss ich an das Monster denken, das uns angegriffen hat. Es war furchtbar. Ein länglicher Körper mit einem riesigen Maul voller spitzer Zähne. Ich bekomme Knicke, wenn ich nur daran denke. Du glaubst also, dass es ein Monster war? Ich wusste nicht, dass mein Bruder Monster als Freunde hat, aber es muss jemand gewesen sein, der sein Gesicht kennt. Jedenfalls müssen wir uns vor gar nichts fürchten, solange Mario hier bei uns ist. Richtig, Mario? Oh je. Alter, wenn Mario immer Angst hat, ey, alle verlassen sich immer auf ihn. So, genau hier so, kommt gar nicht hoch. Hier ist noch so ein Toad in den Dings drinne. So, erwischt. Cool. Oder rausgeschmissen. Hui, so viel Spaß hatte ich ewig nicht mehr. Kannst du mich nochmal zusammenfalten, damit ich noch mal eine Runde drehen kann? Ich muss erstmal das hier irgendwie zuballern. Das sieht eher schlecht aus. Er hat richtig wenig Schnipsel nur. Nur so ein. Toll. Ist nicht irgendwie noch mehr? Wie soll ich denn jetzt zur Arbeit kommen? Ich bin der beste Rettichkoch der Küche. Was, wenn gerade jetzt jemand Rettiche bestellt? Na, bestimmt. So, in den Papierdingern ist da eigentlich immer noch Schnipsel drin, ne? Bloß hier kommen die Blumen nicht ran. Da geht nichts. So, warum seid ihr jetzt traurig? Das war schon absolut gemütlich, aber um das absichtlich zu machen, ist es zu anstrengend. So, das wird ja schon so gewollt sein, so ein bisschen. Fahren wir erstmal vielleicht mit dem Aufzug. Fahren wir vielleicht erstmal hoch. So. Tschüss. Oh, hey, darf ich mal was probieren, bitte? Aber nicht alle Knöpfe gleichzeitig drücken. Zweiter Stock, Kosmetik, Handtaschen, Herrenbekleidung, Zitronen, Parfüm und Campingausrüstung. Das wollte sie schon immer mal sagen, oder wie, oder was, oder, Wir erreichen nun den dritten Stock. Fahrräder, Matratzen, Abendbekleidung, Mixer und Comics. Oh, fahren wir echt direkt bis ganz nach oben? Na, wie bin ich? Ich wollte schon immer mal Fahrstuhlansagerin in einem großen, schicken Kaufhaus werden. Eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was das ist, ein schickes Kaufhaus, aber es klingt toll, oder? Hast du was dagegen, wenn ich auf dem Weg runter alles nochmal rückwärts aufsage? Boah, Buntstifte. Boah, das war viel zu knapp. Was sind denn das für Dinger? Bah, das hat mir deinen ganzen Kaufhaustraum komplett ruiniert. Aber Moment, da fällt mir was ein. Werte Aufzugpassagiere, es wird eine kleine Verzögerung geben, während sich mein Freund Mario um einen Notfall kümmert. Psst, tu doch was, Mario! Ich kann sie wieder zurückpunchen. Jetzt geht's abwärts! Richtig abstürzen! Oh, richtig hart. Aua. Erdgeschoss, geplättete Helden, zerbrochene Träume, Glasscherben und Sportausstattung. Oh shit. Scharren Battle. Oh, wie viele. So, was mache ich denn da jetzt? Ich habe drei Züge, okay. Dann würde ich sagen, erstmal das so. Dann, ja, so ist er trotzdem eigentlich. Wartet mal. Oder ist er nicht so trotzdem toll angeordnet? Ja, ich weiß nicht. Ich hab sogar nur einen Zug übrig. Ah, ne, Klasse zu. Ist okay. Bestätigen. Reicht. Anordnung abgeschossen. Buh, ja, wieso? Buh, ich mach die trotzdem alle platt. Pass auf. Zuerst mal die fliegenden Dinger. Also, ja, erstmal hier. Hammer. Da mach ich alle platt. Sollte alle sofort down sein, weil ich ja schon so stark bin, ne? Oh je. Yeah. So, dann. Ja, warten jetzt noch. Dann die hier und. Nee, verdammt, ich muss ja dann irgendwie in der Reihe springen. Ach, was soll's. Den haben wir nochmal. Dann meint noch die anderen beiden fliegenden Koopas mit schönen Sprüngen down. Whoopala. Oh, prima. Boah, trotzdem tot, Gott sei Dank. So, Stiefel. Ganz normal. Verdammt, hab überlebt. Wo ich schön Damage gemacht habe. Wie ging das am Zug? Abgeblockt, oder? Aua! Flups! Cool. Kopfstoß. So, drei Züge. Okay, dann erstmal den hier nach unten bringen. Zack. So, dann einmal nach da. Und der letzte Zug macht die Reihe voll. Toll!
in Aktion getretener Mario. Boom, boom, zack. Excellent. Super gekillt. Was? Die haben überlebt? Wieso haben die überlebt? Was zur Hölle? Ist ja voll fies. Ja, bring's zu Ende. Ich dachte jetzt echt, dass die schon down sind. Die haben, glaube ich, gar keinen Schaden bekommen. Na gut. Die Fliegenden sind einfach zu stark. Da muss man erstmal die Flügel stutzen. Ja. Super. Cool. Und wieder neue Schnipsel. Ja, was für ein Zufall, ne? Ist richtig alles geplant. So. So, müsste hoffentlich ganz knapp reichen. Oder nicht? Doch, komm. Doch noch nicht. Oh, oh. Oh, hat doch ganz knapp gereicht. Uiuiuiui. So, jetzt kannst du nach oben, oder nicht? Oh, klasse, die Treppe ist wieder begehbar. Jetzt komme ich endlich wieder zur Arbeit, wo ich den lieben langen Tag Rettiche schneide. Ja, echt klasse. Na, jetzt auf immer. Jetzt beschwert er sich. Okay, gehen wir mal hoch. Den Fahrstuhl können wir nicht mehr benutzen. Obwohl, ist hier vielleicht noch ein kleiner Gang oder sowas? Nee, wa? Tja, beim Aufzug geht wohl nix. Nimm doch die Treppe. Ja, mach ich ja schon. Di-di-dü. Jetzt können wir noch mehr Schnipsel kriegen. Ba-di-dü. Oh, noch mehr gemalte Bilder von Essen. Das ist ein riesiger Raum. Okay, lesen. Aussichtsplattform, Restaurant, Panorama, hier entlang. So, wo jetzt? Was ist das hier? Ein kleiner Lagerraum. Und wieder mit so einem Fragezeichen. Oh, guck mal hier, wer das hier voll sieht. Oh nein, nicht auch noch diese Treppe. Und ich glaube nicht, dass sie gerade ausreicht, dass du ausreichend Schnipsel dabei hast. Denkst du, wir finden hier genug Schnipsel, um sie zu reparieren? Ja, klar. Oh, ich habe zufällig mitgehört. Ich kann vielleicht helfen. Der Koch. Ich habe da gerade eine ganze blöde Situation mit meinem Restaurant. Ich mag es nicht mal aussprechen. Ich bin der Chefkoch, aber ich kann mich unmöglich blicken lassen, bevor die Situation bereinigt ist. Kannst du mir nicht helfen? Du kümmerst dich um das Problem, erzählst es nicht rum, ich zeige mich erkenntlich. Mit Schnipseln? Ja, mache ich. Aber erstmal hier unsichtbarer Block. Oh, und 100% der Blöcke abgeräumt. Okay. Was haben wir denn hier? Da klebt einfach nur ein Tod hinter. Boah, sogar mehrere. Dann hat ihn erst aufgemalt. Soll ich das sein? Tja, was hat dich der Künstler denn dabei gedacht? Ich bin doch ein blauer Tod und kein roter. Jetzt bin ich mad. Ach, tut mir leid. Ich sollte mich nicht ausgerechnet bei dir beschweren. Und schon gar nicht, nachdem du mich gerettet hast. Hier, als kleine Anerkennung. Wie Heilpilz. Dankeschön. Jetzt gucke ich noch mal ein bisschen weiter hier. Okay, wie kann ich dir denn helfen? Was ist denn los? Woher ich weiß, dass das Problem immer noch besteht? Ein Koch weiß sowas einfach. Reden wir weiter, wenn alles erledigt ist. Gut. Also, wir haben alle Blöcke gefunden. Müssen wir bestimmt noch ein paar Toads retten und halt, ja, auf jeden Fall noch Löcher. Das ist das Restaurant. Ist hier irgendwie wieder ein Muster von Toads? Chefkoch Spezialmenü. Omelette und sehr wilder Reis. Wilder Reis. Ach, Mann. Was heißt denn das jetzt? Der Reis will mich angreifen? Bitte nicht. Boah. Die ganzen gemalten Bilder sind also cool. Ups. Warum ist das jetzt so ruhig? Alles umgekippt. Ich hämmer einfach mal überall drauf. Ne, sind noch schöne Kisten. Erstmal aufhämmern. Nix. Nix. Okay, da hat er gerade was im Schrank gewackelt. Jups. Ist mir egal. Ich mache erstmal einzelne Schränke hier auf, die ganz normalen. Da wackelt wirklich was im Schrank. Oh, hups. Jetzt haben die ja gegessen. Ich wollte eigentlich raufspringen auf dem Tisch. Du kommst später nochmal zu uns zurück und bezahlst das, oder? Ja, ich wollte eigentlich raufspringen und hämmern. Aber gut. Was ist denn hier jetzt los? Hallo? Oh, danke für deine Hilfe, Mario. Kleiner Tipp, bestell nichts aus der Küche. Die Fallschergen haben da ein ziemliches Chaos hinterlassen. Okay. Die haben noch eine Münze, weil ich komme hier nicht hoch. Ah, wartet mal, das geht doch. Ich kann doch bestimmt den kann ich bestimmt verschieben, aber irgendwie will er nicht. Oder von der anderen Seite? Echt, die olle Küche. Ach doch, okay. Perfekt. Hui. So, und jetzt? Was soll ich hier? Hier hätte ich eine Münze bekriegen können und welche Bilder? Hier ist ja gar nichts. Oder doch in den Lampen? Sind die Lampen irgendwie kaputt? Nö. Na, vielleicht ergibt sich das später noch. Erstmal in die Küche. Die olle Mohrrübe. Da oben. Okay, hier sind ganz viele Toads noch, richtig viele. Was ist böse Gesicht? Was ist oh, ein Ei. Das konnte ich nicht essen. Puh, ich hatte schon befürchtet, dass ich das Frühstück von jemandem werde. Oh, scheiße, Leute, was ist mit dem Omelett, was wir verspeist haben? Ob das ein Tod war?
Die ganze Küche ist ein Chaos. Und rate mal, wer das wieder aufräumen darf. Als Spiegelei war das Leben einfacher. Ja, bestimmt. Boah. Okay, nochmal Heilung. Hier kann ich den Schrank aufmachen, aber erstmal. Zombiefall. Yahoo! Es zählt nicht als Aufwärmen, wenn man einfach alles in einen Schrank wirft. Also als Aufräumen. Hä? X, drücke X. X, warte. Hä? Das ist ja wie einer dieser Sendungen über schlechte Restaurants. Lass uns mal alles aufmachen und überall nachschauen, ob wir was finden. Ja, hab ich doch. Hä? Weil ich sage jetzt nicht, ich hab zu lange gebraucht. Hier haben wir erstmal noch einen Tod. Da oben ist noch ein Tod. Alles voll. Okay, danke für deine Hilfe. Kurze Info am Rande. Ich wiege genauso viel wie eine einzelne Karotte. Super Info, danke. So, noch den letzten Tod hier rausholen. So, jetzt ist die Küche hoffentlich wieder aufgeräumt. Einer von diesen Fallschergen hat mich von hinten, hinter seinem Rücken an die Wand und dann an die Ecke und dann da reingestoopt. Klasse Wurf, da gibt's ja gar nichts. Klasse Wurf. Ach Mann. Die Toten wissen selber nicht, ob die jetzt wirklich Angst haben oder in Gefahr sein sollen. So, Mülleimer. Alter, noch einer. Voll einfach weggeschmissen. Oh, das war einfach schrecklich. Ich habe schon begonnen zu kompostieren. Wir sind echt wieder drin in den Top. So. Ja, schön. Okay, mehr nicht. Käse wie Hai, Hitze, Liebe, Hitze, Dampf und Feuer. So verschiedene Stufen des Brennens. Okay, gut, dann mache ich nochmal den Schrank auf, ne? Okay. Alter, richtig erschrocken, Alter, richtig. Loslassen! So, komm da raus! Einfach aufgetreten. Da oben an der Karotte! Komm her! Oh, hast du Fliegen da? Der Fuffies! Auf einmal fliegt der einfach los, ist schon klar. So, wo sind denn noch mehr? Wo sind noch mehr? Nochmal Tür aufmachen? Nichts mehr drin. Okay. Toad, hast du nur einen gesehen? Toad! Da oben im Teller! Auf dem Teller! Weh, der fliegt jetzt auch los, der wird hier sauer. So, bleibst du stehen! Okay. Hast du noch irgendwo einen gesehen, Toad? Sag doch mal, wo ist hier noch einer? Du musst alle von diesen Dingern erwischen, Mario! Hast du eine Ahnung, was für einen schlechten Eindruck es macht, wenn wir die in der Küche rumlaufen lassen? Ja, ich weiß, ist nicht gut. So, dann habe ich schon was hier. Da haben wir den Pfann da oben. Oder was? Warte mal, da oben in der Röhre vielleicht? Auf der Waage. Einfach nochmal überlegen, Herr Mann. Hier, was ist das hier? Hier, komm raus. Da kann noch einer drin sein. Sind die noch entkommen? Nee. Lesen. Haltet unsere Küche sauber. Wascht eure Hände. Ich mein's ernst. Wascht die Hände. Habt ihr schon überall raufgehauen? Ist nichts mehr. Und noch mehr hier drin? Oder sind die auch aus dem Raum rausgerannt? Nee. Ups, sorry. Okay, komm schon, wo sind die anderen? Im Wasserhahn. Mal aufschrauben. Unterm Teppich. Noch in anderen Schränken? Nö. Ich hab doch alle. Hä? Anscheinend doch nicht. Ich würde halt noch unter dem Teppich schätzen, aber irgendwie. Ja, nein, nicht öffnen, ich wollte springen. Vielleicht einfach mal beobachten. Wo ist denn einer? Wackelt hier noch irgendwas? Ich glaube halt nicht, ne? Unter den Pfannen. Ich kann nur hämmern und springen. Gucken kann ich gar nicht. Hallo? Wo kommt ihr raus? Kommt raus? In der Lampe oder was? Ich habe doch schon fünfmal hier gehämmert. Auf den Teller war ich. Hier. Nö. Bei der Lampe? Nee. So, von der falschen Richtung, nee. Der Top soll hier so gucken. Den Top rüberschieben? Hä, wo soll denn der letzte sein? Der Mülleimer hat geguckt, hier, überall. Hier ist nichts, ich hau ab. Okay, ist tatsächlich, ach so, okay, es sind noch welche hier. Okay, ich dachte jetzt echt nur in der Küche wären die. Na gut, sorry. Sorry. Die ganzen Angestellten. So. Okay.
Okay, dann nochmal hier den Teller rumhämmern. Achso, hier. So. Schön dahinter versteckt. Aufmachen. Kommt alle raus. So, jetzt macht's wieder Sinn, dass ich hier hin muss. Hups. Zack. Perfekt. Kommt alle her, kommt alle her. So, wo haben wir hier noch mehr? Unterm Stuhl, bei unterm Stuhl gerade, ne? Ach gut, auf dem Teller. So geil. Okay. Erledigt. Ich sehe es nicht. Bin noch irgendwas sich bewegt. Oder sind die Toads beruhigt? Toads, habe ich es geschafft? Nee. Hier sieht es irgendwie chaotischer aus als sonst. So ein wenig. Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? Das war's. Die Musik ist wieder normal. Dann, ja, okay, gut. Der ist auch nur traurig und nicht mehr Panik versetzt. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich nochmal zum Koch. Kriege bestimmt ganz viele Schnipsel. Und gehe nochmal ein Stockwerk höher. Vielleicht kann ich da dann auch noch gleich abspeichern. Wäre ideal. So. Fahrstuhl ist kaputt. Geht nix. Okay. Typi, wir haben es geschafft. Ja, freust du dich? So. Alle erledigt, Mann. Ich höre das Getrippel dieser elenden Krabbeltiere nicht mehr. Du hast es geschafft. Gilt auch als gerettet. Hier, diese fein gehackten Schnipsel wurden extra für dich zubereitet. Bon Appetit. Yeah. Gut. Alles voll. Dankeschön, Chefkoch. Und gleich alles raufballern. Alles raufballern. Wie viel man eigentlich braucht. Alter, und 100% des Turms abgeschlossen. Okay, jetzt müssen wir bloß noch alle Toads finden, ne? Das sind eins, was noch fehlt. Oh, oh. Okay. Hier sind wir ganz oben. Ich gehe mal kurz einfach so eine kleine Runde drehen. Und da ist ja noch eine Leiter. Okay, verstehe. Ah, hier sind irgendwie... Hier gibt es gar keinen Speicherblock mehr. Na gut, dann würde ich sagen... Und das ist ein bisschen Energie, okay. Dann würde ich einmal sagen, dass wir... Verdammt, ich muss nochmal zurücklaufen. Dass wir hier erstmal dann den Part beenden und beim nächsten Mal weitermachen. Und dann, glaube ich, kommt ja schon der erste richtige Boss. Da bin ich immer... Mit dem Hammer geht das nicht. Warum nicht? Mit dem Hammer geht's nicht. Ich habe was erfunden und ich darf den nicht aufmachen? Na, dann nicht. Leute, beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder bei Paper Mario und der ersten Luftschlange. Danke für euer Interesse. Tschüss.